Wie Muslime sind schuld an der Brutalität im Ukraine-Krieg? Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, ob ihr dieser Aussage zustimmen würdet. Was vielleicht klingt wie ein schlechter Scherz, ist tatsächlich die Meinung von Papst Franziskus, der in einem Interview mit einer amerikanisch-christlichen Zeitschrift Folgendes gesagt hat. Wir lesen mal gemeinsam. Frei übersetzt hat er gesagt: Im Allgemeinen sind die grausamsten vielleicht diejenigen, die aus Russland stammen, aber nicht der russischen Tradition angehören, wie die Tschetschenen, die Buryaten und so weiter. Mit anderen Worten sagt der Papst hier also, dass die Tschetschenen, die bekanntermaßen Muslime sind, und die Buryaten, die häufig dem Schamantum nahestehen und aus Sibirien kommen, die Quelle für die Grausamkeit und Brutalität im Ukraine-Krieg sind. Umgekehrt heißt es also, dass jene russische Soldaten, die, wie er es sagt, der russischen Tradition angehören, weniger grausam sind. Und hiermit meint er jene russische Soldaten, die dem russisch-orthodoxen Christentum angehören. Mal abgesehen davon, dass diese Aussage vom Papst überhaupt nicht belegt wurde und auch keiner Überprüfung standhalten würde. Was ist das für eine hinterhältige, arglistige Ausdrucksweise des Papstes? Als würde man mit den Russen, die der russischen Tradition angehören, ein vernünftiges Verhältnis haben können, aber bloß nicht mit den Muslimen bzw. nicht mit den Nichtchristen. Und ist es nicht das erste Mal, dass man uns Muslimen oder dem Islam die Schuld an allem gibt? Ich meine, diese Erzählung ist ohnehin schon sehr beliebt, dass wir Muslime in den letzten 20 Jahren an nahezu allen Kriegen komplett schuld sind. Und so wurden ja auch all die Interventionskriege in der islamischen Welt gerechtfertigt und bis heute werden all diese innenpolitischen Repressionen gegen Muslime, sei es in Europa oder selbst in China, genau damit gerechtfertigt. Und wenn man die Aussage des Papstes jetzt ins Politische übersetzen würde, dann heißt es doch ganz einfach: Wir finden schon einen Sündenbock, auf den wir uns einigen können, damit wir beide ohne Gesichtsverlust aus dieser Sache herauskommen. Aber schauen wir uns mal die Aussage des Papstes etwas stärker inhaltlich an. Wenn wir seine Erzählung, also seinem Narrativ, übernehmen würden, dann könnten wir über diesen Krieg ein genauso gut anderes Bild zeichnen. Ich meine, welche Religionsgemeinschaft hat sich denn aktiv in diesen Konflikt eingemischt und ihn befeuert? Es ist der Papst selbst gewesen, der sich hier positiv zu Waffenlieferungen an die Ukraine geäußert hat. Wir können uns ja mal einen Artikel anschauen. Der Titel sagt ja schon einiges aus, auch eine Aussage vom Papst Franziskus, der gesagt hat, wir befinden uns hier in einem Weltkrieg. Und wenn wir uns den ersten Satz dieses Artikels anschauen, dann steht hier, Papst Franziskus hat zum ersten Mal öffentlich Waffenlieferungen an die Ukraine unter bestimmten Bedingungen als moralisch vertretbar bewertet. Wesentlich extremer ist das Verhalten der russisch-orthodoxen Kirche, die ganz offen Russlands Angriff unterstützt und gutheißt. So sagt zum Beispiel das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Kyrill I., anlässlich Putins Geburtstag: Gott hat dich an die Macht gesetzt, damit du einen Dienst von besonderer Bedeutung und von großer Verantwortung für das Schicksal des Landes und der dir anvertrauten Menschen verrichten kannst. Und weiter unten wünscht er dem Präsidenten Putin unerbittliche Kraft und Gottes reichliche Hilfe. Generell gibt es noch zahlreiche andere Aussagen von der orthodoxen Kirche Russlands, die diesen Krieg religiös legitimiert. Und wer jetzt hier noch Zweifel hat, dem will ich noch eine letzte Aussage zeigen vom Oberhaupt Kyrill I., der gesagt hat: Und deshalb glauben wir, dass dieses Opfer alle Sünden wegwäscht, die eine Person begangen hat. Mit anderen Worten also sind russische Soldaten, die, um es in den Worten von Papst Franziskus zu sagen, der russischen Tradition angehören, also Christen sind, Märtyrer, wenn sie in der Ukraine beim Kampf sterben. Da ist nicht mehr viel von die andere Wange hinhalten zu sehen. Also ihr seht, liebe Geschwister, man kann das hier ganz einfach darstellen als einen Religionskrieg, an dem die Christen schuld sind. Genau auf diese Ebene begibt sich Papst Franziskus, wenn er solche Erzählungen konstruiert, die seinen Interessen entsprechen. Wir Muslime argumentieren nicht so, denn wir wollen die Realität nicht einfach so verzerren, damit sie in unser Schema passt. Wir Muslime nennen die Dinge beim Namen und bezüglich des Ukraine-Konflikts muss festgehalten werden, dass es sich bei diesem Krieg um einen Krieg zwischen zwei säkularen Nationalstaaten handelt. Sowohl die Ukraine und all ihre Verbündeten, wie die USA und die EU-Staaten, als auch Russland sind beide säkulare Nationalstaaten. Und hier zeigt sich doch ein sehr interessantes Muster, liebe Geschwister. Denn wenn wir uns die größten Kriege der Menschheitsgeschichte anschauen, wie beispielsweise den Zweiten Weltkrieg oder im Hinblick auf Brutalität und Grausamkeit die schlimmsten Gräueltaten der Menschheitsgeschichte uns anschauen, wie beispielsweise den Holocaust mit ca. 6 Millionen Toten oder den Genozid im Kongo durch Belgien zur Zeit des Kolonialismus mit Schätzungen zufolge bis zu 13 Millionen Toten, was die Hälfte der damaligen Bevölkerung ausgemacht hat,
dann sehen wir, dass dies allesamt von säkularen Nationalstaaten ausging. Und wenn wir schon beim Kolonialismus sind, dann möchte ich mit euch mal eine Zahl teilen, die uns vielleicht einen kleinen Einblick darüber gibt, was für eine grausame Praxis von den sogenannten aufgeklärten europäischen Staaten ausging. Von 1880 bis 1920, also innerhalb von 40 Jahren, hat Großbritannien in Indien mindestens 100 Millionen Menschen umgebracht. 100 Millionen Menschen in 40 Jahren, liebe Geschwister. Genozide gab es zu dieser Zeit auch woanders, wie beispielsweise der Völkermord an den Herero und Nama in Namibia durch Deutschland. Man hat die damalige Bevölkerung um fast 80% reduziert, liebe Geschwister. Das ist kaum vorstellbar. Von 10 Leuten lebten nach dem Völkermord durch die deutschen Besatzer nur noch 2. Und wir könnten hier noch weitere zahlreiche Beispiele anführen an Völkermorden, wie beispielsweise an den indigenen Völkern in Amerika und so weiter und so fort. Und all diese Fakten der Geschichte zeigen allesamt einen Aspekt auf. Den möchte ich hier nochmal ganz klar unterstreichen. Sei es der Weltkrieg, Genozide, Kolonialismus, all diese Gräueltaten und Kriege sind von Staaten wie Deutschland, England, Frankreich, USA oder Sowjetunion bzw. Russland verursacht worden. Und all diese Staaten sind keine religiösen, sondern vielmehr säkulare Staaten gewesen. Sie sind allesamt Kinder der Aufklärung und der hochgelobten Moderne. Und genau deswegen, liebe Geschwister, dürfen wir uns auch nicht verunsichern lassen, wenn ständig gesagt wird, dass die Welt ohne Religion friedlicher wäre und es keinen Krieg geben würde. Das ist nichts anderes als säkulare Propaganda, die von den eigenen Verbrechen und dem eigenen Unheil ablenken will, dass säkulare und moderne Nationalstaaten seit über 200 Jahren auf der ganzen Welt verbreiten. Und der Ukraine-Krieg ist keine Ausnahme, vielmehr nur das jüngste Kapitel der säkularen Abgründe.